Was hat Sie eigentlich am meisten überrascht im Jahr 2011 in Bezug auf die Protestbewegung und die Frage der Delegitimierung staatlicher Instanzen, die ja sowohl in Chile als auch in Ägypten ein zentrales Moment war, um reale Veränderungen auch durchzusetzen? Sehen Sie die auch in Bezug auf die deutschen Protestbewegungen, beziehungsweise sehen Sie die auch noch woanders? Ja, schönen Dank, Heike, für die Frage. Ich habe eigentlich eine lange Liste hier mit mindestens 7 guten Punkten, was uns die Protestbewegungen des letzten Jahres eigentlich zum Nachdenken mitgegeben haben, und würde die auch gerne ausführlich darlegen, aber das werde ich jetzt nicht tun, aus Höflichkeit gegenüber Camilla, die noch eine Chance haben soll, auch noch bevor sie weg muss, etwas zu sagen. Ich möchte mich auf 1-2 Punkte konzentrieren, die an Alex Demirovic anschließen. Und ich denke, die wichtigste Botschaft für mich war im letzten Jahr diese Wiederkehr einer Vorstellung von radikaler Demokratie, realer Demokratie, wie es da heißt, und einer von daher ganz anderen Bestimmung dessen, was ziviler Ungehorsam sein kann und sein muss. Alex hat gegenübergestellt sozusagen Jefferson und Paine, das Recht jeder Generation auf eine Revolution, und dann eben den Verfassungskonsens, den wir heute akzeptieren müssten, zumindest wenn wir Habermas und Rawls folgen. Ich glaube, dass diese beiden Positionen gleichermaßen für unsere Breiten unsinnig sind. Zumindest die erste würde ich immer noch für Ägypten und den arabischen Raum im letzten Jahr sehr virulent gesehen haben. Aber ich glaube, dass wir einfach ein anderes Verhältnis zur real existierenden Verfassung und Demokratie haben und haben müssen. Nämlich eines, das überprüft, wie weit überhaupt die Verfassungsnormen, Demokratienormen realisiert sind und praktisch sind. Und in diesem Sinne haben wir uns vom Komitee für Grundrechte und Demokratie immer dafür eingesetzt, diesen schlechten Idealismus, den wir bei Habermas immer entdeckt haben, sozusagen zu überwinden und zu sehen, dass ziviler Ungehorsam eine erweiterte Form des Demonstrationsrechts ist, eine erweiterte Form der Demonstration, die selbst ein Stück unmittelbare Demokratie ist. Nämlich eine Form der Einflussnahme derer, die nicht in Parlamenten sitzen und nicht zu den politischen Eliten gehören. Und diese Form der Einflussnahme ist es, die wir beanspruchen mit dem, was Jürgen Seifert mal schon in den 60er Jahren den Kampf um Verfassungspositionen genannt hat, nämlich dass wir durch diese Form des zivilen Ungehorsams unsere Demokratie beeinflussen, weiterentwickeln, vielleicht zu einer solchen erst machen wollen. Also das war ja echte Demokratie wollen. Und dass dies hochlegitim ist und nicht durch den Grundgesetzkatalog ausgeschlossen wird und wir uns nicht vorab verständigen müssen, repräsentative Strukturen heilig zu sprechen, sondern dass wir sie aktiv in Frage stellen können. Und dies dann, wenn die Entscheidungen falsch sind, dann, wenn sie uns keine Mitsprachemöglichkeiten einräumen. Also wir sehen, ich sehe das Demonstrationsrecht und das Recht auf zivilen Ungehorsam in diesem Kontext und die Möglichkeiten als eine Chance, Demokratie einzuklagen, weiterzuentwickeln, überhaupt erst zu realisieren an bestimmten Punkten, weil eben die repräsentativen Strukturen in einer Form sozusagen dicht geworden sind. Das ist ja in Spanien und in Griechenland überdeutlich artikuliert worden, dass sie sich sozusagen sperren, dass sie eine Form der postdemokratischen Elitenherrschaft real sind, die wir nicht akzeptieren müssen und deren Ergebnisse wir nicht hinnehmen müssen. Und ich denke, dass ich mit dieser Position ganz gut auf einer Linie liege mit 2 Verfassungsgerichtsurteilen, die durch den zivilen Ungehorsam selbst erreicht wurden, nämlich mit dem Mutlangen-Urteil und dem Brockdorf-Urteil. In beiden Urteilen, vor allem in dem Mutlangen-Urteil, mit der Entkriminalisierung des zivilen Ungehorsams, das hat sich bis Sachsen leider noch nicht rumgesprochen im Polizeirecht, mit der Entkriminalisierung des zivilen Ungehorsams, dass es nicht automatisch StGB 240 Nötigung ist, sondern dass es darauf ankommt, was die Leute wollen und dass man ihre Fernziele berücksichtigen muss etc. Mit dieser Entkriminalisierung wird anerkannt, dass diese Formen des Agierens
auf der Straße, vor auf Plätzen etc. ein Stück lebendige Demokratie ist, die weiter dazu beitragen kann, die Verfestigung, Erstarrung und Entdemokratisierung repräsentativer Strukturen aufzubrechen und neue Formen zu entwickeln. Das ist der Sinn von zivilen Ungehorsam in unseren Breiten im Augenblick aus meiner Sicht. Und in diesem Sinne ist es auch nicht so, dass wir dem Idealismus frönen, dass wir automatisch, wenn wir gegen Nazis demonstrieren, anerkennen, dass sie sozusagen gleichberechtigte Kommunikationspartner sind. Das ist ganz schlechter Idealismus, weil wir wissen, dass reale Zivilgesellschaften sehr viel Unziviles und Antidemokratisches in unserer Gesellschaft haben, nicht nur in der Nazi-Ecke, sondern auch in anderen Ecken. Und dass es sehr wohl möglich sein muss, gegen Aufzüge und deren Demonstrationen sozusagen anzugehen mit friedlichen Mitteln und dann eben zu sehen, dass da eine andere Diskussion, das staatliches Handeln, dass auch Zivilgesellschaft zu anderen Dingen bewegt wird. Also ich denke, dass beide Idealisierungen, die Alex da aus der Habermas-Tradition berichtet hat, für uns wenig hilfreich sind und dass längst die Realität des zivilen Ungehorsams andere Wege gegangen ist. Roland, wo würdest du diese Herausforderung der nächsten Zeit für die Bewegung hier verorten? Und kannst du das in Zusammenhang bringen mit den 7 Punkten, die du uns versprochen hast? Nein, das schaffe ich sicher nicht. Aber ich möchte kurz wenigstens das fortsetzen, was Alexis angefangen hat. Ich glaube auch, dass wir eine Bewegungsszene haben, die in eigentümlicher Weise rückwärtsgewandt und uninteressant erscheint, gemessen an dem, was international passiert. Wir schlagen die Schlachten der 50er, 60er, 70er Jahre mit Politikern, die genau in diesen Jahrzehnten angesiedelt sind, mental. Nur am Beispiel Extremismusklausel und die Auseinandersetzung mit all diesen staatlichen Vorgaben von Frau Schröder und anderen. Das ist einfach unerträglich. Wie Mehltau liegt es eigentlich auf dieser Gesellschaft. Und wir kämpfen immer noch nach 40 Jahren Anti-AKW-Protest sozusagen weiter an dieser Front, wir tun das redlich und ist auch ganz wichtig, aber es hat irgendwas sehr Merkwürdiges, was wir da tun. Und dann entdecken wir wieder Bürgerinitiativen, die gibt es auch seit 50 Jahren in großer Dichte, entdecken die wieder, kämpfen gegen unsinnige Großprojekte, was auch immer richtig ist, bin immer dabei, aber es hat auch irgendwie keinen besonderen Charme, was diese Gesellschaftsveränderung angeht. Also gemessen an der internationalen Szenerie ist die Bundesrepublik eigentümlich komisch, altmodisch, zurückgewandt und sozusagen die Proteste sind eigentümlich bescheiden. Das muss man einfach mal sehen. Der einzige Versuch, da was aufzugreifen mit Occupy Wall Street, das war so harmlos, da waren die Medien glücklich, dass es überhaupt was gab. Die größten Hoffnungsträger waren in den Zeitungsredaktionen, dass da irgendjemand uns von dieser Finanzkapitalherausforderung erlösen möge. Aber diese paar Leute, die sich öffentlich versammeln, die ich sehr schätze, die ich außerordentlich anerkenne, aber sie blieben doch sehr wenige. Und von den 99%, die da eigentlich vertreten sein wollen, waren doch nur sehr wenige anwesend. Also von daher haben wir eine ganz merkwürdige Bewegungssituation. Wir hatten auch ein Jahr des Protests, aber doch sehr selbstbezogen, sehr in Traditionslinien, wie wir sie kennen, die uns auch ein Stück weit natürlich aufgeherrscht werden durch die Art, wie Politik gemacht wird. Und ich finde ganz wichtig, was Alexis sagt, dass wir eigentlich uns ernster nehmen, auch als Protektoratsmacht, als Hegemonialmacht in Europa. Nicht, weil hier dann überall Deutsch gesprochen wird, sondern weil wir im Augenblick sehr, sehr dafür sorgen, über die EU-Strukturanpassungsmaßnahmen in den südlichen Ländern durchzusetzen, die in einer Weise dort Verheerungen anrichten, mit denen wir dann wieder demnächst konfrontiert werden. Also wir, sage ich jetzt im Sinne der merkelschen Politik und der Rolle in der EU, in einer nahezu peinlichen, beschämenden Weise an der Zerstörung dessen, was wir sonst im Urlaub so schätzen, in Anführungsstriche, sozusagen beteiligt. Und das sollte uns viel mehr auf die Straße bringen. Das gilt auch für das
wunderbare Ergebnis, dass wir ja von dieser Finanzkrise merkwürdig unberührt geblieben sind. Wir sind ja prosperieren und ganz vorne. Und wenn wir mal schauen, welchen Branchen wir hauptsächlich diesen Erfolg verdanken, dann müssten wir auch mit einer Mischung aus Scham und Ärger und Wut und Empörung reagieren. Denn was exportieren wir in erster Linie? Wir exportieren Edelkarossen in großer Zahl, die boomende Branche, für die neuen Eliten in der Peripherie, in den Übergangsländern etc. Also wir profitieren von der Ungleichheitsentwicklung dort, dass dort die dicken Autos in der Weise gewünscht werden, dass Hongkong der Bürgermeister empfiehlt, man möge doch nicht seinen Luxus immer mit dicken Karossen zeigen, weil man sie nicht mehr bewegen kann, weil Hongkong zugestellt ist mit diesen Bentleys und Co's. Also diese Situation, das ist die eine Sache. Und damit das so bleibt, exportieren wir in immer größerem Umfang Waffen. Wir sind so avanciert, was den Waffenexport angeht, dass wir uns schämen müssen. Wir sorgen sozusagen für das, was da an Material da ist, um die Revolutionen, Aufstände niederzumachen und sind damit unmittelbar beteiligt. Das sind zwei wesentliche Quellen unseres Reichtums im Augenblick und weshalb wir so gut durch die Krise kommen und eigentlich Krisengewinnler sind. Und was wir völlig übersehen bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir nicht nur Ungleichheiten und Ausgrenzungen eben in der Peripherie und am Rande Europas haben, sondern wir haben eine Form mit Ausgrenzung in unserem Land umzugehen, die sie fast unsichtbar macht. Ich will nur zwei Zahlen nennen. Diese 20% Risikojugendlichen, die wir seit mindestens 15 Jahren durch die verschiedenen PISA-Studien schleppen, nämlich 20% einer Generation, die am Ende nicht in der Lage sein wird, ihr Leben selbstständig in einer angemessenen Form zu fristen, weil sie keine Chance haben, die Arbeitsmarktqualifikation zu erwerben. Die haben wir immer noch, da hat sich nichts geändert. Wir haben sie nur besser verwaltet. Und zwar, das sind insgesamt 30% einer Generation, sind im Augenblick in sogenannten Übergangssystemen, nicht in der dualen Ausbildung oder sonst wo, sondern in Übergangssystemen. Was heißt das? Auch die haben keine Chancen. Aber das sind nicht die, die sich artikulieren, die öffentlich deliberieren und die überhaupt gesehen werden. Das heißt, wir leisten uns im Grunde innere Ausgrenzungen und Ausschlüsse, die wir eigentlich so nicht hinnehmen dürfen. Und beides hat vielleicht miteinander zu tun, dass wir da im Ausland das nicht sehen, was wir da anrichten und im Inneren nicht sehen wollen. Von daher denke ich, wir brauchen mehr Bewegung in diesen Richtungen und nicht nur entlang der schönen Themen, wo wir eine lange Tradition haben. Und wir müssten da wieder in Schwung kommen. Leider ist ja die größte Mobilisierung dieser Art, nämlich die Anti-Hartz-IV-Protestbewegung, wo ja 2 Millionen Menschen ein paar Monate lang insgesamt unterwegs waren, ist ja so kläglich gescheitert. Und wir könnten das jetzt analysieren, warum. So kläglich gescheitert, dass eigentlich der Schwung, da nochmal was Neues zu versuchen, eigentlich für Jahre weg war. Aber ich glaube, es wird hohe Zeit, auch mit im Sinne dieser transnationalen Verantwortung, dass wir uns da bewegen. Und in diesem Falle, in dieser Art Solidarität üben, dass wir auf Gerechtigkeit in anderen Weise reagieren, als wir das bislang tun. Also das ist so ein bisschen meine Sorge und dazu ist jede Form des zivilen Ungehorsams wichtig. Ich glaube, Peter Grotjan wird da noch was vorschlagen, dass man schon auch zu den Rüstungsproduzenten und so weiter mal hingehen sollte und die zur Ordnung rufen und nicht einfach sozusagen das einem Gremium im Parlament überlassen, wieder weiterverfahren wird. Ja? Also solche Dinge müssten wir viel stärker auf die Agenda setzen. Und ich glaube auch, dass diese ganze Rechtsextremismus-Schote eine Riesenfalle ist, wenn wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, weil das ist ich habe das Gefühl, wir werden da seit Jahren beschäftigt. Ich bin da immer aktiv gewesen in den letzten 20 Jahren, seit ich in Magdeburg gearbeitet habe. Und das war für mich ein Riesenthema. Aber es hat irgendwie was, als sollten wir dauernd irgendwie auf Trab gehalten werden durch eine Staatsadministration, die in diesem Bereich ganz bewusst versagt, beziehungsweise ihren institutionellen Rassismus in einer Weise auslebt, dass einem schlecht werden kann. Also von daher nicht nur auf diesen Punkt starren. Applaus